Ja, ich grüße euch alle. Das Video, das ich heute machen möchte, ist ein etwas anderes. Es geht ein auf einiges, was manche Leute nachgefragt haben, und ich möchte über den Aspekt des Okkulten mal wieder sprechen. Also alle Leute, die über Runen, Schamanismus, Magie, Spiritualität und Okkultismus nichts hören wollen, wofür ich volles Verständnis habe. Die können jetzt wegschalten, es gibt hier nichts Politisches oder ansonsten in dieser anderen Richtung zu hören. Ich äußere mich heute zu Fragen und Gedanken. Ich bekam ja immer wieder mal Nachfragen, meistens zu Einzelthemen. Ich war denn natürlich so einem einzelnen Thema, zum Beispiel bekam ich eine Nachfrage zu germanischem Schamanismus. Ich werde das auch heute darauf eingehen und einige grundlegende Ausrichtungen geben. Aber ich glaube, es ist, bevor man in solche speziellen Dinge geht, doch sinnvoll, etwas mal in der Breite einzuführen, worauf man sich im Okkulten und Spirituellen, was das überhaupt heißt, was das darstellt, mich versuchen in einer etwas grundlegenden Breite über verschiedene Gedankengänge auszulassen. Zunächst ist natürlich im Vordergrund eine entscheidende Frage: Ist das alles wahr? Also unabhängig davon, welche verschiedene Sicht man hat. Haben Runen Kräfte? Gibt es Naturgeister? Gibt es einen Astralkörper, den man aussenden kann und astrale Ebenen, die man bereisen kann? Ist das real oder ist es nicht real? Das ist erstaunlich, wie es für manche klingen mag, nicht von wirklich entscheidender Bedeutung für die Frage, ob man einen solchen Weg geht oder etwas solches macht. Ich kenne genug Leute, privat oder kannte sie, und kenne auch genug Autoren, die okkulte, spirituelle und esoterische Techniken lehren und regelmäßig praktizieren, denen einen großen Teil ihres Lebens widmen, obwohl sie reine Materialisten sind. Also nicht glauben, es gibt Geister, nicht glauben, es gibt spirituelle Kräfte und Ebenen, sondern die es nur als eine Art psychologische Arbeit machen und sagen, das, was man sieht, ist etwas, was aus dem Unbewussten aufsteigt. Alles, was man spirituell erlebt, ist nur im Inneren, also in dem körperlichen Gerät des Menschen angelegt. Und beides ist eine absolut legitime Herangehensweise an die Frage. Natürlich gibt es zwischen diesen beiden wie oft ein Spektrum, also Leute, die an sehr viel glauben. Die sagen, es gibt alles, Naturgeister, Astralebenen, Astrologie, was ihr wollt, die glauben an alles. Und dann gibt es natürlich ein breites Spektrum zu denen, die sagen, vieles davon ist nur psychologisch. Natürlich muss man daran glauben, dass es einen gewissen Sinn ergibt, dass es einem etwas sagt. Dafür gibt es auch, wie gesagt, psychologisch-materialistische Erklärungsmodelle und zwischen diesen beiden Polen, das alles ist wahr und alles ist nur ein Spiegel des menschlichen physischen Inneren, gibt es ein breites Spektrum, in dem sich jeder ansiedeln kann, wie er mag. Das ist für das Praktizieren nicht wirklich von großer Relevanz. Ich bin auch nicht ein Freund der Vorstellung, man solle sich an im weitesten Sinne, ich nenne es jetzt mal das Okkulte, im allerweitesten Sinne, umfassend alles, Schamanismus, Meditation, was man will. Manche betrachten ja Meditation oder Schamanismus nicht als okkult. Ich nehme einfach diesen Begriff, auch wenn er für manche etwas altbacken oder provokant sein mag. Aber das soll uns hier heute einmal nicht so sehr stören. Wir wollen ja nicht wie die Social Justice Warrior uns in allzu feinen Wortklaubereien verlieren. Das weite Gebiet des magisch-okkulten gibt Platz für sehr viele Menschen, jeder auf seiner eigenen Interpretation. Und es ist ohnehin so, dass Magie, Okkultismus, Meditation, Spiritualität das Individuellste überhaupt ist, das man, glaube ich, menschlich machen kann. Denn das, was man erlebt in der magischen Schau, im okkulten Erleben, in der schamanistischen Trance und in der Meditation, ist ja etwas, das man zunächst einmal nur selbst erlebt. Ich weise aber doch deutlich darauf hin, dass es aus meiner Sicht ratsam ist,
wenn man sich in jedem Fall Mitmenschen sucht, mit denen man sich regelmäßig darüber austauschen kann. Ich habe diese Sache am Anfang alleine betrieben, hatte dann Glück, relativ schnell Lehrer und Gleichgesinnte zu finden, in jungen Jahren schon. Ich weiß aber etliche, die die Praktiken und die theoretischen Sachen lange Zeit alleine studiert haben. Und das birgt immer das Risiko, dass man niemand anders hat, um abzuchecken, ob man nicht total, ich sag mal, upspaced. Nun bin ich nicht feindlich gesonnen, dass man sehr ungewöhnliche Sichten einnimmt. Das ist es nicht, aber man sollte doch wissen, wo man steht. Man sollte seine Relation zu den Sichtweisen anderer einschätzen können. Im Okkulten sagt man auch, ein Begriff, der gerade im Hexenwesen verbreitet ist und den ich sehr positiv finde, dass sich erden, also erden. Man sollte also in der Lage sein, nicht sich in wolkige, luftige Höhen von Fantasiegebilden zu verlieren, sondern in der realen Welt funktionieren können. Das ist natürlich eine Gefahr spiritueller Wege jeder Art, ob sie feinsinnige, fernöstliche Spiritualitäten sind oder Trance- und Pilzreisen, was immer es ist, die Gefahr ist, dass man quasi eine Person wird, die, sagen wir mal, mit dem realen Leben nicht mehr so ganz kompatibel ist. Das sollte man im Auge behalten und es lässt sich am ehesten im Auge behalten, wenn man andere Menschen um sich hat. Es kann natürlich auch den gegenteiligen Effekt sein, dass es einen verstärkt, aber im Grunde, da die spirituellen Erlebnisse und Gedanken von Menschen sehr, teilweise sehr individuell sind, unterschiedlich mitunter, ist so etwas sehr wichtig, auch wenn man merkt, okay, da bin ich auf einem Holzweg oder da bin ich auf einem guten Weg. Wenn man zum Beispiel das Aussenden des Astralkörpers trainiert, eine der schwierigsten Dinge für sehr viele Leute, über das es Bücher ganz unterschiedlicher Ansätze gibt, dann hilft es mitunter, von anderen Leuten darüber zu hören, was sie erlebt haben. Oder auch, wenn man sich mit Runen befasst oder mit Tarotkarten, also Divination, also zum Beispiel die Runen oder die Tarotkarten verwendet, um etwas vorherzusagen, einen Rat zu bekommen, dann ist das ein Feld, wo es sinnvoll ist, sich einerseits mit anderen Menschen darüber auszutauschen, die dergleichen auch machen. Und auch wenn ich am Ende des Videos eine Bücherempfehlungsliste geben werde, die ich nicht nur lese, sondern unten auch aufschreiben werde in die Beschreibung des Videos, sodass man es dort nachlesen kann. So gilt natürlich, dass ich zwei Dinge einräumen muss. Das erste ist, ich habe zwar diese Bücher alle selbst gelesen, die ich empfehle keine Bücher, die ich nicht gelesen habe, aber als ich sie las, wusste ich über diese Dinge schon sehr viel, da ich das meiste in meinem Orden gelernt habe von Meistern, also durch persönliche Unterweisung. In einer Zeit in den 80ern, als es zu diesen Dingen sehr wenig Literatur gab. Die Situation ist heute eine ganz andere. Wir haben eine Fülle von Literatur. Ich werde zum Thema Literatur und Lesen aber zum Ende nochmal kommen. Ich sage es nur, wenn man, egal ob man sich spezialisiert auf eine Sache, Runenmagie zum Beispiel oder Meditation, oder auf viele Dinge. Es empfiehlt sich in jedem Falle zu einem Thema, wenn man erstmal auch nicht Kontakt zu mehreren Leuten hat, nicht dabei zu bleiben, nur ein Buch über so eine Sache zu lesen, sondern wenn es möglich und ist und das Portemonnaie es hergibt, viele. Über Runen sollte man, wenn man sich wirklich mit Runen befasst, 4, 5, 6 verschiedene Bücher besitzen und lesen, sodass man die verschiedenen Perspektiven auf dieses wirklich einschätzt, weil man sonst schnell darin gerät, in einem bestimmten Bereich nur eine Sicht wahrzunehmen und das ist, glaube ich, nicht wirklich förderlich. Ich trinke hier gerade meinen Kaffee nebenher. Das Zweite, über das man sich im Klaren sein muss, es gibt zwei ganz grundsätzliche, prinzipiell Arten, das Ganze anzugehen. Spiritualität, Okkultismus, was man immer will. Nämlich, ich sage es mal so ganz allgemein, wie ich möchte es sagen, klassische und moderne Wege. Die klassischen Wege, das ist zum Beispiel die typisch klassische Ritualmagie. Also ein Ritual. Es beginnt damit oft mit einem Gebet, welcher Religion man angehört, als Christ an den christlichen Gott,
als Heide an die heidnischen Götter, was immer es sein mag, um Schutz in dem Ritual zu bekommen. Man zieht einen Kreis, man macht in vier Himmelsrichtungen Pentagramme, man raunt heilige Worte und heilige Namen. Also alles hat eine sehr komplexe Inszenierung. Etwas, das man trainiert, das man übt. Das ist eine typische Art der klassischen Magie. Auch im Bereich Runenmagie, wobei wir da von klassischen nur mit Anführungsstrichen reden können. Also wir haben, sagen wir mal, die etwas älteren, die aus dem 19. Jahrhundert entwickelten und im frühen 20. Jahrhundert entwickelten Runentechniken. Oder auch im anderen, wenn man zum Beispiel im Bereich der Kabbalah arbeitet, das ist etwas, dem man im Magischen immer wieder begegnen wird. Das ist die Kabbalah, entstammt aus dem Hebräischen und ist eine der verbreitetsten Grundlagen der westlichen Magie außerhalb der heidnischen Systeme. Dazu würde man noch einmal etwas anderes sagen müssen über die Einstufung. Manchen mag als Heide das Kabbalistische, weil es hebräisch ist, nicht zusagen, suspekt oder unheimlich sein. Ich praktizierte die Kabbalah sehr lange, heute praktiziere ich sie nicht mehr. Das wäre aber noch mal etwas für ein eigenes Video. Ich möchte, dass die Alternative sind natürlich moderne Wege, in denen die Dinge etwas gestraffter sind. Das bedeutet, eine klassische Magie ist meistens etwas, das sehr lange braucht. Also ein klassisches Ritual ist 2 Stunden oder länger mitunter. Der Vorteil ist natürlich, man hat sehr viele Utensilien, Gegenstände, auch dazu werde ich noch ein wenig mehr sagen, und hat eine sehr würdevolle Sache. Man hat eine Robe an, man hat einen magischen Ring und einen Stab, man hat Sigille und Zeichen an den Wänden angebracht, man hat die passende Weihrauchräucherung, man hat astrologisch den korrekten Tag berechnet, um etwas zu machen. Man ist also etwas, das in einer ehrwürdigen Tradition, und das gibt einem ein gewisses Lebensgefühl. Ich habe das lange Zeit praktiziert, das mache ich heute nicht mehr, weil es mir zu kompliziert geworden ist. Ich bin froh, dass ich es früher so gemacht und gelernt habe, würde es aber heute nicht mehr machen und auch nicht mehr lehren. Ich finde es richtig und gut, gerade in den letzten 10, 12 Jahren gibt es eine Unzahl von Literatur, wie man im weitesten Sinne magische Techniken, sagen wir mal, straffen kann, wie man sie auf die essentiellen Dinge konzentriert und reduziert. Dabei kann natürlich jeder einen Mix aus beiden machen, also althergebrachte traditionelle Methoden und modernere Methoden persönlich verknüpfen, wie es dem einzelnen Praktizierenden gefällt. Auch hier gilt, es empfiehlt sich im Laufe der Jahre, sich über beide Methoden zu informieren. Man sollte die klassischen rituellen Techniken in jedem Fall 1 oder 2 Bücher über, eines werde ich hier in der Bücherliste auch empfehlen, man sollte, auch wenn man die klassische okkulte Magie nicht mehr praktiziert, darüber 1 oder 2 Grundlagenwerke gelesen haben, damit man sie weiß. Wenn man sie nicht weiß, macht man sich in den Kreisen immer ein bisschen, man steht ein bisschen wie ein Depp da. Also man sollte es wissen. Es ist, man kann auch sonst den Wert der Fortentwicklung der moderneren Systeme nicht wirklich einschätzen und ist dann ein bisschen ein Luftikus in diesen Fragen. Das nächste ist, es gibt in spirituellen und okkulten Kreisen bestimmte goldene Regeln oder Prinzipien, die die meisten teilen, was die Grundlage der okkulten Praxis ist. Darüber gibt es einige, die umstritten sind, einige, über die sich die Menschen nicht einig sind und einige, die eigentlich so verbreitet sind, dass sie alle annehmen. Davon sind 2 von ganz besonderer Bedeutung. Das erste ist ein Prinzip, das sich einfach beschreiben lässt, wie oben, so unten. Wie oben, so unten. Das ist eine Ableitung aus einem alten hermetischen Text, also einem sehr alten okkulten Text, der Tabula Smaragdina, der Smaragdtafel, und geht zurück auf einen Magier, der überliefert ist mit dem Namen Hermes Trismegistos. Die Ursprünge dieses Textes sind nicht abschließend geklärt und die Ursprünge sind auch nicht wirklich für uns hier relevant, sondern der Gedanke, darin werden mehrere Gedanken entwickelt, aber der wichtigste, der
quasi die Grundlage allen magisch-okkulten und spirituellen Handelns überhaupt ist wie oben so unten. Was heißt das? Es gibt in der okkulten Weltsicht die Lehre von den zwei Welten. Es gibt eine materielle Welt und es gibt eine spirituelle Welt, also eine nicht-materielle. Das ist eine grobe Unterscheidung. Die verschiedenen Systeme unterteilen nun die spirituelle Welt in verschiedene Ebenen. Manchmal ist es nur eine, das ist seltener der Fall. Dann gibt es vier, sagen wir mal, die Welten der vier Elemente oder fünf, wenn man das spirituelle Element als fünftes hinzunimmt. Manchmal sieben, wie die sieben Chakren. Manchmal zehn, wie die zehn Sephirot des Lebensbaums oder die neun Welten, wenn man sich das germanische Asatru-Modell ansieht und so weiter. Also es gibt hier sehr viele verschiedene Herangehensweisen, die höheren nicht-materiellen spirituellen Welten zu kategorisieren. Und die Theorie des Okkulten sagt im weitesten Sinne, dass das Materielle und das Spirituelle miteinander in einer reziproken Verbindung ist. Das heißt, wenn ich in der materiellen Welt etwas mache, ein Ritual, eine rituelle Handlung, das Unten, im Unten, dann wirkt dieses Untere auf das Obere, also die spirituell-geistige Welt zurück. Ich vollführe also ein Ritual, wenn ich es korrekt mache, bewirkt es in meiner spirituellen Welt, ob man die innen psychologisch sieht oder als etwas Objektives magisch sieht, ist dabei, wie gesagt, erst einmal nicht so wichtig. Aber man tut etwas und dieses rituelle Handeln wirkt auf die geistige Welt. Umgekehrt echot dann eben zurück die geistige Arbeit, die man macht, verwandelt die Materie in irgendeiner Weise, wirkt darauf ein. Nun ist es natürlich nicht so, dass ich einen Zauberspruch habe wie in einem Computerspiel, dann habe ich einen flammenden Ball in der Hand, den ich werfe oder irgendetwas. Ich weiß nicht, ob es schön oder schrecklich wäre, wenn das so wäre. Aber dennoch gibt es natürlich Wirkungen. Ich habe früher magische Rituale gemacht, die auch immer wieder tatsächlich zu materiellen Wirkungen führten. Ob man nun sagt, das ist Zufall oder nicht, ist etwas, das natürlich jeder selber sehen muss. Aber ich habe genug Erfahrung, um zu sehen, okay, man kann etwas machen und augenscheinlich passiert etwas. Dazu möchte ich noch in der Frage der Motivation anschließend auch gleich etwas sagen. Das ist also wie oben so unten. Die Verschränkung des materiellen Handelns, das auf das Geistige wirkt, und die Arbeit in geistigen Sphären und Ebenen, die das Materielle, die Realität eine neue Richtung geben können. Wie oben so unten. Das zweite Prinzip ist das Prinzip der Dualität. Auch Dialektik, das ist also alle Dinge, alle Kräfte haben eine duale Natur, haben ein Gegenteil und diese beiden Kräfte stehen in einer besonderen Verbindung miteinander. Feuer und Wasser zum Beispiel, Licht und Dunkel. Das ist eine Art, die Welt zu betrachten, die sehr viel komplizierter zu erklären ist als das wie oben so unten Prinzip. Und man kann Jahrzehnte über das Prinzip der Dualität meditieren, nachdenken, studieren und es nie völlig begreifen und erschöpfen. Es ist aber eines von herausragender Wichtigkeit, die davor warnt, sich in Extreme zu begeben. Weil eine Eigenschaft der Dualität ist, es besteht die Gefahr, wenn man sich in ein Extrem, das ist jetzt eine Lesart, die nicht alle Okkultisten, Hexen, Magier und so weiter teilen. Es ist meine Sicht dieser Dualität und ich weise darauf hin, ich halte sie für sehr wichtig. Ich sehe eine große Gefahr, wenn man sich in ein Extrem begibt, energetisch, ich werde das gleich durch ein Beispiel illustrieren, dass es sein Gegenteil heraufbeschwört. Zum Beispiel Licht und Dunkel. Es gibt sehr viele Leute, die okkulte und spirituelle Wege gehen, die sehr lichtfixiert sind. Sie wollen rein sein, nur an Liebe denken, nur an Licht, alle Hass, alles Negative aus ihren Gedanken verbannen und erzeugen oft das Gegenteil. Sie fühlen sich plötzlich gejagt vom Dunklen, von Schatten, sind erfüllt von Zorn und Hybris, von Überheblichkeit und negativen Emotionen, weil sie eben sich zu sehr in das Übermaß des Lichts fixieren und dabei die eigenen Schatten heraufbeschwören. Man kann das auch sehr schön in den Arbeiten von C.G. Jung über die Schattenarbeit nachlesen, wenn man eine ganz psychologische Erklärung für dieses Phänomen bekommen möchte.
Jung ist ja hier auf den Spuren des Okkulten gewesen, als er das herausarbeitete. Und ich finde das sehr wichtig. Ich bin ein Anhänger des Lichts, des Guten, des Erhabenen und fühle mich und versuche nach Kräften ein Diener des Lichts, des Guten zu sein. Aber ich bin damit umsichtig. In dem Wissen, dass ich als Mensch kein Wesen des reinen Lichts bin, sondern ebenso Schattenanteile habe, mit denen ich mich beschäftigen muss, denen ich konfrontieren muss und die ich als Teil meiner Person akzeptieren muss. Das ist immer die Gefahr, wenn man sich in ein Extrem begibt, weil die spirituellen Ebene und Prinzipien eben eine Dualnatur haben, die immer wirkt. Ich reiße diese Dinge hier wirklich nur sehr grundlegend an. Der vierte Punkt, den man sich Gedanken machen muss, ist die Frage der Motivation. Es gibt hier, auch das ist für manche vielleicht eine ungewöhnliche Auskunft, keine richtige oder falsche Motivation, keinen richtigen oder falschen Grund, Okkultes, Esoterisches oder Spirituelles anzufangen. Viele Menschen, die ich sah, die im Laufe von Jahren und Jahrzehnten zu ausgesprochen weisen Okkultisten und spirituellen Ratgebern wurden, haben ihre Wege angefangen aus ganz primitiven, oft niederen Beweggründen. Eine verschmähte Liebe, die sie durch Magie zwingen wollten, sie doch wieder zu lieben. Eine Person, die ihnen etwas Böses gesagt hat, an der sie sich rächen wollten. Was auch immer. Bloße Neugier zuweilen. Ich habe teilweise Leute gesehen, die zu mir kamen, die ich unterwies, die sehr niedere Motive hatten, die Magie zu beginnen und sich im Laufe von Jahren zu sehr weisen, feinsinnigen Menschen entwickelt hatten. Während ich umgekehrt oft misstrauisch bin, wenn Anfänger mir schon mit spirituellen Motiven kommen, Selbsterkenntnis, Weltverstehen. Ein Mensch, der Spiritualität und Okkultismus gar nie gemacht hat oder nur wenig davon weiß und schon als Anfänger und Schüler zu mir kommt mit diesen hochtrabenden Begriffen, da habe ich eine sehr viel größere Skepsis. Und ich habe es sehr viel öfter erlebt, dass Menschen, die mit solch hochtrabenden Motiven schon am Anfang kamen, den schlimmsten Selbsttäuschungen zum Opfer gefallen sind. Etwas, das man, wenn man den Weg des Okkulten beschreitet, egal welcher es ist, in jedem Fall bereit sein muss, ist eine strenge Selbstprüfung. Sich ehrlich sich selber zu stellen. Denn egal welchen okkulten, spirituellen, magischen, schamanistischen oder sonstigen Weg man geht, man beschwört Kräfte, die dir etwas über dich enthüllen werden. Über dich und dein Verhältnis zur Welt, über die Welt, die um dich ist. Und wenn du nicht bereit bist, solche Lektionen anzunehmen, die auch teilweise hart sein werden. Wie gesagt, es ist völlig unerheblich. Man kann das auch als reines Psychodrama, als psychologische Ingangsetzung von Prozessen betrachten. Ich sehe es auf die magische Perspektive, aber das Ergebnis ist, dass man im Lauf des Weges, das ist, weil es kommen ja immer wieder Leute mit Ängsten, was die Gefahren von Dingen sind. Die Gefahr besteht nicht darin, dass dich ein Dämon anspringt oder dass du einen Fluch auf dich lädst oder was manche vielleicht fürchten. Nein, oder dass man verrückt wird oder irgendwie so etwas. Nein, nein. Die Gefahren sind viel der Art, dass man sich darüber täuscht, wer man ist. Und das ist etwas, was, ob man es will oder nicht, bekommt. Erkenntnis. Selbsterkenntnis. Man lernt viel über sich. Und wenn man die Lektionen, es kommen Dinge, es werden, wenn du die magischen Kräfte gebrauchen lernst, Prozesse in Gang gesetzt, die dir Dinge ins Leben bringen, durch die du etwas lernen musst. Also du fängst an, Kräfte herbeizurufen, die sagen, okay, da ist ein Typ oder eine Frau, macht sich auf den Weg, dann schauen wir mal, was der bereit ist zu lernen. Also es gibt scheinbar, ich sage das so, wie es mein Eindruck ist, Wächterkräfte, die diejenigen sich zuwenden, die einen okkulten Weg, welchen auch immer, gehen. Und dir werden dann im Laufe der Jahre des Lebens Ereignisse widerfahren, die dich lehren.
Das ist etwas, was unweigerlich passiert, ob du diese Wächterkräfte rufst oder nicht. Wenn du den Weg, irgendeinen Weg gehst, ist das, was auf dich zukommt. Und dann bist du entweder gewappnet, die Lektionen zu verstehen, zu verarbeiten oder nicht. Das ist eben die Gefahr. Leute, die aus einfachen, primitiven Gründen anfangen, sind oft sehr viel bereiter, sich dem auch zu stellen, als Menschen, die zu früh ein zu hochtrabendes Bild von sich selbst haben, wie ja, ich will Selbsterkenntnis. Das ist das, was durch die Praxis der Magie ohnehin zu dir kommt. Man muss also eine gewisse Vorurteilslosigkeit entwickeln, eine gewisse Distanz zu sich selber. Man entwickelt auch natürlich eine Distanz zur Welt. Darüber darf man sich keiner Täuschung hingeben. Was haben wir also als Motiv? Ich habe mir fünf aufgeschrieben. Das ist etwas, was die meisten im Sinn ist: besseres weltliches Leben. Es ist nichts Falsches daran, sich zu wünschen, im Lotto zu gewinnen, die Liebe des Lebens zu bekommen. Das ist kein Böses. Ich bin keiner, der die Ansicht vertritt, es ist böse, durch Magie oder Okkultismus sich zu wünschen, dass es einem materiell besser geht. Das ist nicht leicht, das ist sehr, sehr schwer, gehört mir zu den schwersten Dingen. Und es muss auch mit der eigenen Natur in Übereinstimmung sein. Also, das ist ein kompliziertes Thema, wäre nochmal, wie gesagt, eines für sich. Ich sage es nur, es ist ein legitimes Motiv und kein böses, meines Erachtens. Im Gegensatz zu vielen sogenannten Lichtmagiern, die egoistische Wünsche als böse ansehen. Ich kann das nicht teilen, ich finde das Humbug. Selbsterkenntnis ist natürlich etwas, das manche sagen. Es ist ein nobles Ziel und es ist vermutlich einer der Kerngründe überhaupt, sich auf einen okkulten Weg zu begehen, dass man etwas versteht, und zwar über sich und seine Lage in der Welt. Dazu gehört als drittes natürlich das Verstehen der Welt um einen herum. Viertens Macht. Macht ist schon ein problematischer Grund. Es ist auch nicht per se böse, aber es ist, wenn man Macht über Menschen ausübt, kann man in der Tat Kräfte freisetzen, die für einen selbst destruktiv wirken können. Das ist der Punkt, wenn man das merkt, dass das der Hauptgrund ist, vor dem man am ehesten skeptisch sein sollte. Schließlich und endlich Neugier, das ist auch ein legitimer Grund anzufangen, wobei ich aus Erfahrung sagen muss, die meisten, die als Grund Neugier hatten, haben es nach kurzer Zeit wieder gelassen. Es ist offensichtlich nichts, was aus sich selbst heraus die Leute lange hält. Es gibt als fünften Punkt im Wesentlichen fünf Wege. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr. Ich fasse jetzt aber fünf entscheidende zusammen, die ich kenne, über die ich reden kann und die sich, gerade wenn man ein Mensch des westlichen Kulturkreises ist, auch anbieten. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erstens, man kann sich entweder spezialisieren. Es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, nein, ich möchte nur mit nordischen Runen arbeiten. So, oder nur rituelle klassische Magie. Das ist alles legitim. Ich persönlich rate allerdings dazu, sich auch in die anderen Bereiche zumindest in einem Buch mal einzulesen, dass man weiß, was es noch gibt. Weil es erstens immer Sachen gibt, die man darin findet, die es bereichert und es auf lange Frist auch lohnenswerter ist. Nun muss man, ist die Frage, in wie viel man sich, es ist ja wie eine Art Zeitvertreib auch. Also einerseits, indem man sagt, so wie ein Mensch sich mit Computerspielen beschäftigt oder Politik oder Umweltschutz, so ist auch das Okkulte, das Spirituelle etwas, mit dem man sagt, das ist etwas, was mich interessiert, womit ich mich beschäftigen möchte. Und dann ist man per se auch interessiert, von Dingen zu lesen und zu hören, die ein wenig abseits des eigenen sind. Auch wenn man dann nicht alles machen muss, was man liest oder studiert, aber es erweitert eben doch den Gesichtskreis. Und man sollte sich natürlich ein oder zwei Schwerpunkte nehmen, wo man sagt, diese ein, zwei Schwerpunkte sind das, was ich hauptsächlich mache. Es ist natürlich auch eine Zeitfrage. Ich habe natürlich immer mehr Zeit gehabt. Wenn Menschen die Arbeit nachgehen, dann ergibt sich das nicht so sehr, dass man so sehr allroundmäßig alles machen kann. Und dann, wenn man neu anfängt, ist es sowieso erstmal, dass man sagt, aber es ist nicht gut, glaube ich, wenn man zu früh den Horizont einengt. Also gerade wenn man anfängt, wenn zum Beispiel einer sagt, ja, ich möchte jetzt aber nur Runen machen, muss ich sagen,
okay, lies über Runen, aber lese auch einige Bücher über andere Dinge. Also über die anderen Bereiche sollte man zumindest ein bisschen kennen, um das eigene einschätzen zu können. Weil wenn man Runen nur zum Beispiel kennt, um dieses Beispiel weiter zu spinnen, dann fällt es eben schwer, den Standpunkt der Runen wirklich einzuschätzen, wenn man alles drumherum nicht weiß. Das ist, als ob man, sagen wir mal, Malerei, man lernt malen und man möchte sagen, ich möchte aber nur impressionistisch malen. Und das ist schön, dass man Impressionist sein möchte und nur Impressionismus studiert, aber wenn man die vorangegangenen Maltechniken und die danach folgenden Expressionismus, Kubismus, Barock und so weiter überhaupt gar nicht kennen würde, hätte man zum Impressionismus eine sehr einseitige Sicht. Ich fasse sie im Wesentlichen in fünf Richtungen zusammen. Das erste ist der westliche klassische Okkultismus, die Ritualmagie. Das ist das, was in magischen Orden gelehrt wird, die aufwendigen, komplizierten Rituale. Zweitens ist das Bereich des nordisch-heidnischen. Da ist die Runenmagie einer der ganz wesentlichen Bereiche. Schließlich haben wir die eher an fernöstlichen orientierten Sachen, die zwar nicht unserer Kultur entstammen, aber so entwickelt sind, dass man in jedem Fall auch mal über sie lesen sollte. Grundlegende Dinge wie die grundlegenden Meditationstechniken, die im Yoga entwickelt wurden, sollte jeder mal gelernt haben, egal welchen Weg man geht. Viertens den Bereich der sogenannten psychischen Techniken. Das ist das, was im Englischen Psychic heißt. Das P wird ja nicht gesprochen. Psychic heißt, also Psychic geschrieben, psychische Techniken, Schrägstrich Schamanismus. Das heißt Techniken, in denen im Äußeren eigentlich gar nichts gemacht wird oder sehr wenig, vielleicht getrommelt oder Weihrauch entzündet oder irgendetwas in der Art. Aber diese psychischen Techniken, auch die schamanistischen Techniken, sind weithin Techniken, die rein im Inneren stattfinden, in denen der Mensch eigentlich nur sitzt dabei in irgendeiner bestimmten Lage und sehr wenig im Äußeren macht und tut. Schließlich als fünftes den sogenannten modernen Okkultismus. Das ist etwas, das, wie gesagt, ich jetzt nicht Leuten, die davon nichts wissen, zureichend beschreiben kann, aber die sozusagen eine Mischung, also die klassische rituelle Magie weiterentwickelt haben zu einfacheren rituellen Methoden. Das wären sozusagen die fünf Wege, die man gehen kann. Sechstes Thema: Utensilien. Man wird auf fast allen Wegen, selbst wenn man die modernen und die rein schamanistischen nimmt, immer vor den Punkt kommen, dass man einige Gegenstände hat. Auch das wäre ein eigenes langes Thema. Mit manchen Sachen ist mehr Utensilien verbunden, mit anderen weniger. Ich würde aber in jedem Fall raten, sich im Laufe der Zeit Utensilien anzuschaffen. Man kommt nicht darum herum. Es ist auch immer eine Frage, was man macht. Nimmt man zum Beispiel Runenmagie, ist es unerlässlich, sich Runen zu besorgen. Man kann die zwar auch selber machen, aber die meisten werden wohl nicht diese handwerklichen Fähigkeiten haben. Und es gibt ja sehr schöne, in Stein gemacht, in Holz gemacht, in ganz verschiedene. Ich würde sie nicht zu exotisch und bunt, sondern einfache, die in schöne Steine oder schönes Holz mit einer gewissen Schlichtheit. Also nichts, was so nach blauen, gelben, grünen Plastiksachen oder so aussieht. Da gibt es ja viele verschiedene. Gerade bei Runen würde ich in jedem Fall raten, sich dem sogenannten 24er-System, den nordischen Runen, zuzuwenden, da über diese Runen auch am meisten Literatur zur Verfügung steht. Da ist also etwas, das man haben sollte, also Runen zum Beispiel. Dann gibt es natürlich Klangschalen, die für bestimmte Meditationen sehr schön sind. Ich habe eine sehr schöne Klangschale. Das ist ein sehr angenehmes Erlebnis, wenn man über den Klang meditiert, einer solchen Klangschale. Das ist etwas sehr. Ich habe das früher sehr unterschätzt, den Effekt des Klangs. Oder ich habe zwei schamanistische Trommeln und vieles andere mehr. Also es gibt je nachdem, was man hat, verschiedene Art von Utensilien. Man sollte schon sagen, dass man Utensilien erwirbt, die schön sind, die, sagen wir mal, nicht zu primitiv aussehen, die man auch würdevoll behandelt. Denn es verbindet einen in besonderer Weise mit dem okkulten Arbeiten, wenn man Geräte hat, auch okkulten Schmuck von mir aus, Ringe, Anhänger, was man will, im Laufe der Zeit sich anschafft, wo man ein materielles Gegenstück hat,
das einen sozusagen fokussiert. Ein Wort noch zu Thema Angst und Sicherheit. Es gibt einige Leute, die sind völlig furchtlos, weil sie glauben, es kann mir sowieso nichts passieren. Und es gibt andere, die sagen, oh, es gibt ganz schlimm. Es gibt zum Beispiel, das ist ein Prinzip, das ich persönlich nicht teile, wenn man den sogenannten, den Hexenkreisen, dort gilt zum Beispiel die sogenannte dreifache Regel. Alles, was du Schlechtes tust, kommt dreifach auf dich zurück. Das ist etwas, was ich für Humbug halte. Natürlich gibt es, das lehrt die okkulte Erfahrung, lichte Kräfte und dunkle Kräfte, die nur bedingt mit Gut und Böse korrelieren. Eine dunkle Kraft kann nützlich gemacht werden und ein Übermaß an Licht uns blenden. Ich teile diese primitive Sicht, ich finde diese Sicht auf Gut und Böse, die da in diesem karmischen, alles was du tust, kommt dreifach auf dich zurück, was im Hexenwesen eine verbreitete Sicht ist, ist etwas, was ich ablehne. Denn eine solch primitive Sicht von Gut und Böse ist nicht, was ich im Okkulten in den letzten 30 Jahren der Praxis so erlebt habe, als etwas, dass ich das so bestätigen kann. Ich bin der Karma-Idee mit einer gewissen Skepsis gegenüber. Darüber möchte ich jetzt hier nicht zu viel sagen, denn es wäre, wie gesagt, nochmal ein ganz eigenes Thema. Man sollte auf jeden Fall nicht überängstlich sein. Also Leuten, die große Ängste haben, was löse ich dort aus? Das ist kein Thema, was man mit Angst angehen sollte. Also es besteht eine viel größere Gefahr, dass man abspaced und sich in eingebildete Sphären verirrt, anstatt reale, tatsächlich nützliche, okkulte Arbeit zu machen. Und dagegen hilft eben nur, sich Leute zu suchen, mit denen man sich abspricht und lesen, 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 lesen. Das ist leider etwas, was ich ganz klar sagen muss. Wer diesen Weg geht, muss bereit sein, Geld auszugeben, um eine kleine Bibliothek sich aufzubauen. Und eine zweite Sache muss ich sagen. Ich weiß, dass das gerade, wenn ich hier in einem deutschen Kanal spreche, vielen gar nicht passen wird. Aber ich glaube, man kommt nicht drum herum oder nur sehr, sehr schwer. Man kommt kaum darum herum, Englisch zu lernen. Ich weiß, dass das für manche, gerade wenn sie schon älter sind und Englisch nicht gelernt haben, schwer ist. Das Grundproblem ist, die okkulte, esoterische, spirituelle Literatur im Deutschsprachigen hinkt der Englischsprachigen leider um Lichtjahre hinterher. Ich kann das gar nicht genug betonen. Es gibt so grandios gute, esoterische Bücher im Englischsprachigen und fast nichts, das im Deutschsprachigen auch nur ansatzweise daran herankommt. Es ist leider die Wahrheit. Man kann, wenn man es gar nicht kann, natürlich auch ohne. Aber man muss sich dann darüber klar sein, dass man wie einer ist, der mit zwei Steinen an den Beinen an einem Wettlauf teilnimmt. Man kann das machen und mit sehr viel eigener Arbeit oder indem man sich dann anhört, was andere in diesen Literaturen des Englischen gelesen haben. Aber es gibt einfach so brillante englischsprachige Literatur, an die in dieser Prägnanz wenig, das ist einfach wenig, was im Deutschen rankommt. Ich muss das leider so sagen, auch wenn das für viele ein Ärgernis sein wird. Auch beim Thema Runen. Leider. Auch beim Thema Runen. Ich gehe nun über zur Literaturempfehlung. Muss ich mal schauen, wie weit bin ich denn? Minute 40, okay, gut, dann kann ich zum Literatur kommen. Ach so, nein, hier habe ich noch ein achtes Thema, bevor ich zur Literatur, das möchte ich nur streifen. Der Bereich der sogenannten Divination. Ich betrachte es als wichtig, egal welchen Weg man geht, sich ein Divinationssystem anzueignen. Was ist das? Divination heißt de facto die Zukunft vorherzusagen. Das ist natürlich falsch und primitiv, denn das bedeutet es eigentlich nicht. Denn die Zukunft steht nicht fest. Jedenfalls das meiste nicht. Es mag Dinge geben, die vielleicht tatsächlich schicksalhaft sind. Ich glaube aber, ich spreche jetzt als Heide, ich argumentiere auch als heidnischer Priester immer über das Thema Schicksal so, ich glaube zwar, dass die Götter uns manches als Schicksal verhängen, aber uns immer ein Fenster geben, dass wir dem entkommen können. Ich glaube nicht, dass es etwas gibt, das so
als Verhängnis über uns ist, dass es keine Möglichkeit gibt, ihm auszuweichen. Aber die Möglichkeit mag nur eine sehr kurze Zeit sein, ein sehr kleines Fenster einer sehr geringen Chance, das wir vielleicht nicht rechtzeitig sehen. Das ist aber jetzt schon Metatheorie. Diese Dinge wie Runen, Tarotkarten und andere Dinge sagen immer nur Tendenzen, Wahrscheinlichkeiten. Es ist ein sehr weites Thema. Auch das wäre, wie gesagt, etwas, das man im eigenen Themakomplex anreißen müsste. Der Grund ist, es ist, wenn man regelmäßig Runen wirft, zum Beispiel, oder Tarotkarten legt, um die beiden bekanntesten zu nehmen, dann fängt man an, zu magischen Bildern eine innere energetische Verbindung aufzubauen. Man fängt an zu deuten. Dann legt man sich zum Beispiel eine Tagesrune oder eine Tagestarotkarte, durchlebt den Tag und schaut zurück, wie hat das morgens Gelegte sich im Tag wiedergespiegelt. Das ist dann eine Methode, wo man etwas über diese Symbole und die symbolische Bedeutung solcher Dinge lernt und sich mit den Energien solcher Sachen in Verbindung setzt. Ein Runensystem, genauso wie ein Tarotsystem, ist im Wesentlichen eigentlich nicht dafür gedacht, vorherzusagen, auch wenn das das Mittel ist, mit dem man über diese Dinge etwas lernt, sondern der eigentliche Zweck ist, überhaupt etwas über die Struktur des Kosmos zu lernen. Die Runen sind eine Karte des Universums. Das Tarotdeck ist eine Karte des Universums. Sie bildet das Universum in symbolischer Weise ab, jede für sich. Alles Orakel, jedes Orakelsystem, also das so dieser technische Art ist, oder das I Ching, wer das kennt. Alle diese Orakelsysteme sind ein Abbild des Universums auf symbolische Weise. Und wenn man sie divinatorisch verwendet, also sie hinlegt, eine Frage stellt, wie wird sich das und das entwickeln, oder wenn ich mich so und so entscheide, was wird das zur Folge haben, oder wie steht diese und jene Person zu dieser oder jener Sache, dann lernt man sich mit Energien zu verbinden und man lernt die Struktur des Kosmos kennen. Also sich eines anzueignen, Runen oder Tarot, ist etwas, das ich jedem empfehle. Manchen neigen mehr zu den Runen, dann muss man klar sagen, hier ist nur das 24er-System wirklich zu empfehlen. Einerseits, weil es das ist, was am meisten Hand und Fuß hat und dann natürlich auch, weil es die meiste Literatur darüber gibt. Im Tarot ist das sehr viel schwerer. Es gibt eine Unmenge an Tarot-Decks. Wobei die beiden, die Anfänger eigentlich nur zu empfehlen sind, entweder das Crowley-Tarot-Deck oder das sogenannte Rider-Waite-Deck. Wobei ich hier gerade kurz sagen muss, ich muss das zur Seite gucken. Ich persönlich neige mittlerweile zu anderen Decks, aber für den Anfänger würde ich, wenn einer einen Tarot sich beschafft, unbedingt empfehlen. Es gibt eine Box von Hajo Banzhaf, der Universal-Waite-Tarot. Hajo Banzhaf, der Universal-Waite-Tarot. Hajo Banzhaf, leider mittlerweile verstorben, war ein großer Tarot-Experte, galt im Deutschsprachigen als der größte Tarot-Experte überhaupt. Und diese Box, in der das Deck ist und die Erklärung der Tarotkarten, Hajo Banzhaf, der Universal-Waite-Tarot. Der Universal-Waite-Tarot ist grafisch nochmal etwas überarbeitet vom ursprünglichen Waite-Tarot, der etwas primitiv gezeichnet war. Aber ich vergesse, ich das nicht nachher da unten mit einzutragen. Also das ist etwas, wo man etwas über Kräfte lernt. So, wie gesagt, Divination wäre noch mein eigenes Thema. Ich gebe nun Literaturempfehlungen. Ich schreibe die unten auch ein. Ich sage hier jeweils ein paar Sätze dazu. Das ist jetzt in keiner speziellen Reihenfolge, weil es gibt keine wirkliche Reihenfolge, in der man diese Dinge lesen kann. Man muss sich quer in diese Dinge einlesen. Ein Thema zu etwas, was immer wieder bei mir nachgefragt wird, der Titel erklärt es auch schon, er heißt Schamanismus bei den Germanen, Götter, Menschen, Tiere, Pflanzen von Thomas Höfgen. Thomas Höfgen arbeitet hier schamanistische Praktiken ins Germanische ein. Es ist ein wirklich interessant zu lesendes Buch. Also gerade da es Leute gibt, die sich für Schamanismus interessieren und germanisch ausgerichtet sind, ist es ein Buch, das ich empfehlen kann. Ein etwas allgemeineres Buch zum
eine Art von Schamanismus, die gerade für mich interessant ist, nämlich der Schamanismus und Traum. Man kann Traumarbeit ist ein ganz eigener Bereich. Ist das Buch Der schamanistische Weg des Träumens von Carlo Zumstein. Also gerade wer sich auf für Traumarbeit interessiert und die Traumebene als eine der Selbsterkenntnis lernen möchte, schamanistisch, ist mit diesem Buch sehr gut beraten. Was Runen betrifft, es gibt im deutschsprachigen eine sehr gespaltene Gemeinde. Jeder Runenpraktiker hat sozusagen die eigenen Bücher und Autoren, die er liebt. Also viele empfehlen zum Beispiel Jan Fries, mit dem ich persönlich gar nichts anfangen kann. Ich habe das gelesen, ich finde das verschwurbelt. Nun ist das Problem, es gibt dann in den Runen auch, sagen wir mal, eine konservativ altmodische Sicht und eine, sagen wir mal, sehr moderne Sicht. Und beides sind mir ein bisschen extreme. Deswegen empfehle ich parallel zwei Bücher. Das eine ist das große Praxisbuch der Runen von Constanze Steinfeld. Das ist ein sehr modernes, zwar sehr spirituell, esoterisch tiefgehend, aber eines, das den, sagen wir mal, nordischen Ballast versucht loszuwerden. Was nicht ganz verkehrt ist, denn man kann sich leicht da auf Pfade bewegen, die, ich sag mal, nicht hilfreich sind, sondern man sollte auch die Runen erst einmal an für sich mit einer gewissen offenen Neugier versuchen kennenzulernen. Um das auszugleichen, empfehle ich jetzt ein Buch, das wirklich genau der entgegengesetzten Richtung entstammt, obwohl es nicht das 24er Runensystem beschreibt, sondern das in der Praxis von mir nicht empfohlenen 18er Systems. So zeigt das Buch dennoch eine Art an Runen heranzugehen, das ich parallel dazu jedem empfehlen würde zu kennen, nämlich das be relativ berüchtigte Buch von Karl Spiesberger, Runenmagie. Karl Spiesberger war so ein richtig altgermanischer Typ, der in der alten, teilweise auch etwas problematischen Tradition der Runen verwurzelt gewesen ist, der selber aber, glaube ich, nicht dem Verdacht auszusetzen wäre, völkisch gewesen zu sein. Karl Spiesberger war ein Praktiker allerhöchsten Ranges, der so viele Dinge ausprobiert und erforscht hat, den ich nach wie vor trotzdem in höchster Weise bewundere. Dieses 18er-Runensystem ist ein rein künstliches, das muss man sagen. Etwas, das ich als Praxissystem heute nicht praktiziere und auch ablehne. Dennoch ist es, glaube ich, als Ergänzung, gerade wenn man jetzt das eine, das sehr modern geschriebene von Constanze Steinfeld liest, dass man als Kontrapunkt Karl Spiesbergers Runenmagie liest, sodass man diese zwei großen Gegenpole der Runenpraxis hat. Ansonsten hat man, ich komme auf die Englischsprachigen, eigentlich Englischsprachige, die da besser sind. Leider eben auch im Runenbereich. Ein Buch, das einen sehr für viele erschreckenden Titel hat und vielleicht etwas sonderbar sein mag, wenn ich das erwähne, ist das Buch Die schwarze Magie von Richard Cavendish. Ich empfehle es deswegen, es handelt sich nicht um die schwarze Magie, sondern es heißt ursprünglich The Black Arts, also die schwarzen Künste, und bezieht sich nicht darauf, schwarze böse Magie zu praktizieren, sondern es ist eine Gesamteinführung in die gesamte klassische rituelle Magie. Also wer den gesamten Kodex der klassischen rituellen Magie auf eine althergebrachte Weise präsentiert, auch trotzdem gut lesbar, einmal in einem Zug kennen will, ist mit dem Buch Die schwarze Magie von Richard Cavendish ausgesprochen gut bedient. Also das ist ein Buch, das, glaube ich, in der Bibliothek keines Okkultisten fehlen sollte. Dann haben wir ein Buch, über das ich nicht viel Worte verlieren möchte. Das ist von William G. Gray, ein ebenfalls sehr versierter Autor, ich glaube auch gewesen mittlerweile, der sehr viele Bücher über magische Richtungen geschrieben hat. Hier ist Magie, das Praxisbuch der magischen Rituale, das ich empfehlen möchte. Auch das ist eine Einführung in Ritualmagie, allerdings etwas weniger orthodox, wie das Buch von Cavendish. Man bekommt durch das Buch von William Gray einen eher praktischen Eindruck davon, wie Ritualmagie
konstruiert ist, auch schon mit konkreteren Anleitungen. Ein Buch, das zum Bereich Selbstschutz, auch hier gibt es im Deutschen leider nicht das eine Buch, das ich vorbehaltlos empfehlen würde. Ich empfehle hier einen Klassiker. Das ist Selbstverteidigung mit Psi. Ein etwas blöder Titel. Psi ist ja immer so ein etwas komisches Schlagwort. Psi-Kräfte, Psi-Core. Es ist aber ein gutes Buch, ein brauchbares Buch von Diane Fortune. Diane Fortune gehört einem Bereich der Ordensmagie an. Und ich persönlich bin kein Fan von Diane Fortune. Ich möchte fast sagen, ich bin eigentlich von der Person Diane Fortune eher ein Hasser. Sie hat einige Gerüchte über die alten Orden verbreitet, die ich nicht für wahr und richtig halte. Nichtsdestotrotz ist ihr sehr dickes Buch Selbstverteidigung mit Psi über Selbstschutz mit geistiger Kraft eines der wenigen Werke im Deutschsprachigen, die ich als Grundlagenwerk durchaus nach wie vor empfehle, weil es auch überhaupt die Idee darlegt, wie wird man eventuell geschädigt, wie kann man sich geistig schützen. Ein weiteres Buch über das Bereich Träume ist ein Buch eines Autors, der auch in okkulten Kreisen relativ bekannt ist, Carlos Castaneda, obwohl ich nur dieses eine Buch von ihm wirklich empfehle. Das ist das Buch Die Kunst des Träumens. Ich glaube, man kann gar nicht anders als anfangen, magisch zu träumen, wenn man das Buch mal gelesen hat. Carlos Castaneda ist eine ganz eigene Welt, darüber würde man auch wieder ein eigenes, komplettes Video machen müssen, das ich aber in jedem Fall empfehlen kann. Und das letzte deutschsprachige Werk, das ich empfehlen kann über ein Thema, das auch immer wieder sehr großes Interesse auslöst, ist Die Aussendung des Astralkörpers von S. J. Maldrun und H. Carrington. Über das Aussenden des Astralkörpers gibt es eine Unzahl von Büchern, alle mit anderen Herangehensweisen. Und das Grundproblem ist, es ist etwas, was sehr vielen Leuten sehr schwer fällt und sehr viele Leute auf ganz unterschiedliche Art gelernt haben. Das Aussenden des Astralkörpers ist ein alter Text, von daher ihn manchmal auch schon etwas altbacken und auch nicht in allem etwas, dem ich zustimme. Es ist aber das umfassendste aus vielen verschiedenen Perspektiven, das wir im Deutschsprachigen überhaupt haben. Ansonsten gäbe es noch einige andere. Man wird aber, wenn man das lernen will, den Astralkörper auszusenden, nicht darum herumkommen, sich eine Handvoll Bücher über dieses Thema anzuschaffen. Einige Bücher aus dem Englischen, die ich groß empfehle, jedem, der des Englischen mächtig ist, unbedingt, und wer es nicht ist, kann ich, wie gesagt, nur allerdringendstens empfehlen, es sein Englisch zu verbessern. Ein Buch von Alexandra Chowron. 365 Ways to Develop Your Psychic Abilities. Es ist ein Buch, das gar nicht so sehr in Theorie sich verirrt, sondern praktisch für jeden Tag einen kleinen Tipp gibt, um geistige, psychische Fähigkeiten zu trainieren. Gerade weil es eben so nicht jetzt verbauen, ja, so eine große Theorie und entwickeln lang, labern groß rum, sondern für jeden Tag gibt es etwas, das man klein machen kann, indem man seine psychisch-spirituellen Fähigkeiten trainiert. Das ist ein Buch, das ich deswegen sehr genossen habe. Wer diese Dinge auf etwas geordnetere Weise haben möchte, ist gut beraten mit dem Buch Basic Psychic Development von John Friedlander und Gloria Hampshire. Ich habe kein Buch gefunden, leider auch nicht im Deutschen, in dem die Entwicklung psychischer Fähigkeiten, höherer Fähigkeiten auf so grundlegende Weise erklärt wird, ohne dass man ein 600, 800 Seiten Schinken hat. Zum Thema Runen ist der große Autor, der englischsprachige Edred Thorson, der eine ganze Unzahl von Runenbücher geschrieben hat, die ich persönlich zum Besten betrachte, was über Runen überhaupt geschrieben wurde. Von Edred Thorson ist hier vor allem zwei zu empfehlen. Seine Einführung, Futhark, A Handbook of Rune Magic, das sozusagen das Einführungswerk ist, und Runecasters Handbook.
das nochmal mehr praktische Anweisungen gibt. Schließlich und endlich etwas, das auch im Bereich des germanischen Schamanismus hineinfällt, ist ein sehr interessantes Praxisbuch. Das heißt Neolithic Shamanism von Raven Caldera. Und ein zweites Werk, das in diesen Bereich geht, Seider, The Gate is Open von Katie Gerard. Also das sind so, wenn man ins germanisch-europäische, eher schamanistisch hineingehen möchte. Eine Autorin, ich weiß gar nicht, ist es eine Autorin, ich kann es dem Namen gar nicht. Das Buch sieht sehr reißerisch aus und macht optisch einen sehr abschreckenden Eindruck. Als ich den Titel gesehen habe, das Titelbild, dachte ich, was ist denn das? Wollte es mir eigentlich nicht kaufen. Als ich es dann aber kaufte, war ich ausgesprochen zufrieden. Es heißt also Psychic Self-Defense. Der Name des Autors, wahrscheinlich ein Alias, Imbrosevin Tazkurel. Gerade wenn man im Alltag gestresst ist auch, also wenn man psychische Verteidigungstechniken entwickeln will, die einen im Alltag schützen, also die einem dieses Gefühl gibt, nicht belastet zu werden durch die negativen Gedanken und Energien der Umwelt, ist das ein wirklich brillantes Buch, das einem starke Techniken und Möglichkeiten in diesem Bereich liefert. Der letzte Autor, den ich hier aus dem Englischsprachigen unbedingt ans Herz legen möchte, ist ein Autor, der über sehr viele Dinge geschrieben hat. Das ist John Michael Greer. Ich empfehle hier vor allem seine beiden Bücher. Einmal Learning Ritual Magic. Es ist auch eine sehr gute Einführung über grundlegende Ritualmagie. Also wenn man sich über die klassische Ritualmagie informieren will, ist das eines der großen Werke, die ich empfehle. Learning Ritual Magic. Und wenn man sich über eine Perspektive des heidnischen Denkens einarbeiten möchte, ist sein Buch A World Full of Gods. Also eine Welt voller Götter. Über Michael Greer kann man bei Amazon nachgucken. Der hat unglaublich viel auch politische Bücher geschrieben. Also über den Zerfall unserer Kultur und unserer Gesellschaft. Ist also ein Mensch, der einerseits ein Okkultist ist, ein Heide und gleichzeitig ein Mensch, der über den Verfall und die politische Zerfallskultur unserer Zeit viel Weises zu sagen hat. Also ein Mensch, der tatsächlich zeigt, dass die okkulte spirituelle Betätigung auch über die Welt viel offenbart und dessen ich würde mir, wenn ich es mir leisten könnte, das auch hier aufstellen könnte, ist praktisch seine komplette, weiß nicht, was er geschrieben hat, 15 Werke oder was. Also ich würde mir alle kaufen, wenn ich könnte. So, ich möchte es jetzt nicht noch länger machen. Ich werde, wie gesagt, die Buchliste unten hineinschreiben. Am besten mache ich den Reader, also alles, was ich hier gesagt habe, kommt unten als und nochmal hinein, dass ihr es nochmal übersichtlich habt. Persönliche Nachfragen kann ich beantworten. Ich kann aber nicht allzu ausführlich Dinge in Text beantworten, wenn mir also jetzt jemand lange E-Mails schreibt oder so. Die ideale Möglichkeit, wenn jemand interessiert ist, etwas zum Beispiel durch mich etwas zu lernen oder von mir auf dem Weg betreut oder geholfen zu werden, so mache ich das gerne, solange ich merke, jemand ist ernsthaft an eigener Arbeit interessiert, sollte es also dann Nachfragen geben. Es erfordert aber unbedingt einen persönlichen Kontakt. Also ich kann solche Dinge, wenn jemand interessiert ist, nicht durch Briefe oder E-Mails lehren, sondern ich kann also nicht, dass jetzt jemand schreibt, erklär mir mal das Runensystem und erwartet, ich schreibe dann eine 20-seitige E-Mail, die die Runen erklärt. Bei Interesse mache ich über die einzelnen Themen nochmal gesondert Videos. Ich werde auch sehen, wie sich auch meine Neigung und meine eigene Zeit dazu entwickeln werden. Ich hoffe, es hat euch ein wenig interessiert. Und wie immer hoffe ich, ihr bleibt mir gewogen.